Leonard, it's me, Mario. Woohoo! You're number one. Aha! Hallo und willkommen zu meinem neuen Let's Play Super Mario Maker. Ja, wir sind hier und ich habe schon alle Bauteile freigeschaltet und die gehen wir jetzt mal erkunden. Also, los, bauen wir. Gut. Was haben wir alles für Bauteile? Also, insgesamt haben wir 60 Bauteile und die können wir nach beliebig anordnen. Zum Beispiel alle Gegner hierhin und hier alle sortieren, alle Items hierhin und so dann einen besseren Überblick über das Gesamtgebiet sich zu verschaffen oder wie man halt gern baut, das dann so nach beliebig zu ordnen. Es gibt hier vier verschiedene Stile: Super Mario Bros., Super Mario Bros. 3 und Super Mario World und natürlich das, was ich jetzt habe, New Super Mario Bros. U. Und davon gibt es dann noch hier die Oberwelt, dann die Unterwelt natürlich. Natürlich auch verschiedene Soundtracks dazu. Dann die Wasserwelt. Spukhaus. Luftgalerie. Und Festung. Ja, und sogar die Items verändern sich hier. Wenn man jetzt zu Super Mario Bros. Geht, verändern die sich oder tun sich ganz ändern, zum Beispiel Tanuki wird zur Feder oder wie auch immer. Auf jeden Fall tun wir jetzt mal ein Level bauen mit allen Items und dann erlebt ihr diese Level in den vier verschiedenen Stilen und könnt dann miterleben, wie sich diese verschiedenen Sachen hier verändern. Also hier mal ein paar Blöcke hin. Kopieren geht so, indem man das auswählt und dann hier dann ZR und ZL drückt und es kopiert. Also man muss erstmal R und L oder halt eine Taste von beiden für die Mehrfachauswahl drücken und dann ZR, ZL kopieren und dann kann man es einfach ganz leicht rüberholen. Dann hier ein paar Blöcke hin. Und was nehmen wir noch? Hier rücke das einfach mal von allen irgendwas hingebaut. Hier Coins natürlich. Okay. Dann hier noch. Zack, 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 zack. Zack. So. Natürlich kann man das dann auch noch vergrößern mit den Pilzen hier. Oder ist, wenn man sie schüttelt, dann geben sie so Helme, die Mario tragen kann. Hier, ich zeig's mal. Und Kamek tun wir noch hin. Jeep Jeep. Blooper darf auch nicht fehlen. Den können wir sogar Flügel verpassen. Hier Trampolin. Ach nee, hatten wir schon. Dann Hammerbruder. Alle mal hin. Sogar Bowser kann man einfach bauen. Oh, da kannst du Baby Bowser werden. Okay, cool. Nice. Man kann auch Mario vergrößern. So. Kann man alles schütteln. Hier zum Musikblock kann man diesen Block machen noch. Gut, dann noch die Gegner. Natürlich auch die Wolke, mit Lakito oder ohne. Ach nee, das ist eine Wolke, da kann man einfach drauf gehen. Gut, zu wissen. So. Bohu. Die Bohus, die können hier fliegen, aber auch, wenn man mal drauf geht, hier sich verstecken. Halleluja, da geht die Party ab.
Okay. Tun wir den mal weg. Hier, Knochen trocken. Schon den stagen. Was? Und hier, versteckte Fragezeichenblöcke. Gut, jetzt nur noch diese Palette. Hier, was diese Tür bringt. Also, wenn man da durchgeht, kann man nicht mehr zurück. Mancha natürlich auch für einen Mancha-Run. Und Yoshi-Eye, Clownskutsche oder halt auch Klo genannt. Hier so ein Pilz darf auch nicht fehlen. Eieiei. Okay, jetzt haben wir langsam keinen Platz mehr. Gut, jetzt haben wir aber alles. Und das sehen wir uns jetzt an in allen Stilen. Also, wie verändert es sich, wenn man jetzt hier in der Unterwasserwelt ist? Okay, also ich habe hier den hier gesehen. Er verwandelt sich zu einer Kugel. Gumbas können schwimmen. Und an sich ist das ein heikles Durcheinander. Und die Wolke, die kriegt hier so eine Schwimmbrille auf. Was gibt's noch? Okay, das ist dann ein Schiffbauteil hier. Der Pilz hat sich verändert zu so einer Anemonenstange. Hier, die haben sich verändert. Einfach Unterwasserweltstil gemacht. Dann hier verändert sich nichts. Dann machen wir noch Spukhausstil. Auch nichts verändert. Luftgalerie? Nein. Okay, also, wir können uns merken, nur die vier verschiedenen Stile und dann noch Unterwasserwelt, weil da verändert sich am meisten. Und jetzt gehen wir mal in den Stil. Wow, okay. Also, man merkt hier, es gibt hier diesen Fragezeichenpilz, der durch Amiibos unterstützt wird. Ich probiere mal. Okay, jetzt bin ich ein Goomba. Okay, gut. Und wir haben, was haben wir noch gekriegt? Hier, diese Tür ist anders geworden. Also alles ist natürlich im Retro-Style jetzt. Die Boohoos sehen ein bisschen anders aus. Was ist eigentlich damit passiert? Was war das davor? Auch ein Bob-Omb. Okay. Der Bob-Omb hier hat sich nicht verändert. Was gibt's Neues? Ich gehe mal auf die Oberwelt. Okay, ja, hier, das ist ein normaler Pilz, ja. Blume. Wie war das hier in dem Stil? Ah, okay, hier, der Propellerpilz hat sich in diesen Fragezeichenpilz verwandelt. Ja, gut. Dann sehen wir es uns jetzt in Super Mario Bros. 3 Stil an. Oder nee, halt, wir tun jetzt noch die Wasserwelt überprüfen. Okay, wieder die Schwimmbrille hier. Und auch ganz witzig, die hier, also, der Knochentrocken, der verwandelt sich in einen Fishbone. Auch ganz witzig. Und ein heikles Durcheinander. Gut, ja, dann hätten wir Super Mario Bros. Jetzt zu Super Mario Bros. 3. Könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr mögt. Super Mario Bros. 3, was ist euer Liebstes? Oder mögt ihr es ganz retromäßig Super Mario Bros. Oder Super Mario World? Oder vielleicht sogar den neuen Teil New Super Mario Bros. U? Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Gut, also hier die erste Veränderung, der Schuh natürlich. Dort können wir rein. Und damit dann hüpfen. Ja. Und der Hammerbruder hat sich verändert. Er ist zwar immer noch ein Hammerbruder, aber er sieht eben anders aus. Dann hier
Natürlich haben wir den Waschbäranzug. Und... Muss ich es wiederholen? Wo war es denn? Items. Hier. Gut. Und... Ja. Ah, hier ist eine Qualle. Okay. Und hier... Das ist dann der Untergrund. Und... Diese Teile, die gab es auch noch nicht. Okay. Sieht cool aus. Und... Die Qualle, was war die davor? Also so ein... Eine Stachelkugel. Jetzt Super Mario World Stil. Jetzt gehen wir erstmal in die Oberwelt. Und wir hören jetzt gleich schon einen veränderten Soundtrack vom echten. Also wenn wir hier jetzt mal hören. Ich mag den Soundtrack am meisten vom ganzen Spiel. Und ja, hier der Cheep Cheep hat sich verändert. Hat jetzt eine Brille auf. Wir haben die Feder. Richtig nice. Hier ein Yoshi-Ei. Was war das davor? Nein, davor. Auch ein Yoshi-Ei, okay. Und was haben wir noch? Ah, okay, den hier. Den kann man auch ohne Wolke machen und einfach da reingehen. Oder die Feder. Oder er hier. Drin, der Kamek. Gut, dann noch unter Wasser. Und dann zeige ich euch mal, was mit Schütteln passiert. Also unter Wasser jetzt. Okay, hier haben wir so römische Säulen. Der Stachel hier sieht anders aus. Also diese Stachelkugel, die sieht mehr nach einer Kugel mit Stacheln aus. Und wir haben den Galumba hier. Wir haben... Was haben wir denn noch? Natürlich wieder den Fisch. Bauen. Ja, ganz klar. Eieiei. Ja. Okay. So, und jetzt probieren wir mal alles aus, wenn man schüttelt. Okay, der wird zu einem roten Koopa und den kann man hier draufsetzen. Der überlebt es einfach mal. Wie auch immer. Und hier, den kann man ohne Kette machen. Was mit dem Goomba passiert? Wo ist er hin? Okay, jetzt ist er wieder da. Den kann man aber auch in der Röhre tun. Oder einfach den... Ich will nicht die ganze Zeit die hier machen. Ich will den Goomba holen. Ich will den Goomba holen. Okay. Den kann man auf dem Bowser auch noch tun. Hier drauf. Überall einfach mal drauf. Kamek, du kommst wieder her. Okay, die Münzen, wenn man schüttelt, passiert nichts. Pilz? Auch nichts. Nein, ab. Nein. Und ab passiert auch nichts. Stern auch nicht. Sonne auch nicht. Der wird eben zu dem Helm. Kamek? Auch nichts. Hammerbrot. Ich will nicht die ganze Zeit Kamek machen, ich will den Hammerbrot. So. Ah, okay, der wirft Hammer. Ein Easter Egg, also. So, den mal schütteln. Auch zum Helm, okay. Yoshi Ei. Nichts. Tür. Auch nicht. Die Türen. Nein. P-Switch auch nicht. Klo. Auch nicht. Okay, die Bombe, die wird hochexplosiv. Buhu. Zum Buhu-Kreis.
Den kann man auch hier reintun. Wie alles eigentlich. Den kann man auch nicht schütteln. Okay. Den kann man verkehrt herum machen. Dann ist es witziger. Und hier schütteln. Ah, okay. Nimmt da verschiedene Farben an. Auch ganz nett. Ich... Eine Rassel? Ja, okay, eine Rassel, cool. Nichts. Nein. Ah, okay. Der wird zum Monty-Maulwurf. Nichts. Ah, okay, der kriegt Kinder. Auch ganz nett. Jeep Jeep. Zum roten Jeep Jeep. Nichts. Was ist das denn? Mancher. Mancher, okay. Aber das hier, das ist. Was gibt's denn noch? Nee, nur das. Okay, und was macht das jetzt? Spiel. Was hat es jetzt verändert? Retro-Style? Hm? Naja. Okay. Was auch immer. Au, oh, rot geworden, dann schießt es schneller. Oder wartet mal. Da kommt mir die Idee, wenn jemand hier steht. Nee, auch nicht. Nee, weiß jetzt nicht, warum. Was das soll. Die Wolke wird zu nichts. Nichts. Ah, okay, das wird schneller. Dann das hier. Auch schneller. Bowser wird zu Bowser Junior. Haben wir ja schon gesehen. Das hier wird auch. Also, dann sind es Verfolgungskanonen. Ich zeig das mal. Das ist gleich eine Verfolgungskanone hier. Kann man sehen. Gut. Ah, auch verschiedene Arten sich zu gestalten. Und ja, das war's auch schon, oder? Nee, das hier noch? Nein. Baublock. Auch nicht. Ah, das hier. Nein. Gut, dann hätten wir da alles. Dann glaube ich, dass es in den anderen Stilen auch was anderes gibt. Bin mir aber jetzt nicht sicher. Muss mal gucken. Auf jeden Fall, wer soll denn anders werden? Wer könnte denn? Der Pilz hier. Nein. Nee, irgendwie nicht. Super Mario Bros. 3 mal. Ah, ja, hier. Da haben wir dann den Frauenschuh. Also Damenschuh, besser gesagt. Ja. Halt zu jedem Item etwas anderes. Rosa, sollst du daher? Nee, kann man immer noch nicht schütteln. Auf jeden Fall, das, was sich verändert, kann man dann schütteln. So sieht's aus. Und man kann hier auch den verändern. Oh, das sieht witzig aus. Den Hammerbruder einfach mal zu seinem großen Kollege machen. Und was passiert eigentlich, wenn man dem hier einen Pilz gibt? Pilzchen. Ah, okay, wird größer. Noch größer. Rosa wird größer. Alles wird größer. Okay, das kann man da reinsetzen. Ah, nee. Fällt raus. Okay. Wird halt alles größer.
Okay. Dann zeige ich euch jetzt noch die Soundeffekte, die man machen kann. Also hier haben wir so einen Schrei. Und wenn man da auf den Gegner springt, ich tue das mal weg, dann haben wir mehr Platz. Und mal wieder im Super Mario Bros. Und dann nicht im Wasserstil. Genau. Dann kann man hier die Soundeffekte machen. Die kann man auch in Gegnern machen. Zum Beispiel hier nehmen wir uns einen Goomba. Und immer wenn man auf ihn springt, tut er dann das Schreien. Oder das hier. Und dann kann man so ein Level machen wie, ja, bitte nicht töten oder sowas. Und dann, wenn man drauf springt, dann schreien sie halt. Ganz witzig auf jeden Fall. Hier gibt es dann so einen Einschlag. Also ich zeig das mal. Fällt alles runter. Ah, bauen wir ein bisschen mehr Weg. Haben wir mehr Weg. So. Hier. Gut. So, spielen. Genau. Und dann schlägt es hier ein. Und dann kann man das noch machen, dass man hier sowas macht. Und das kann man auch in Münzen machen. Zum Beispiel hier. Münzen. Hier. Geräusche. Wenn man die einsammelt, dann hört man das halt. Kann man auch schütteln. Okay. Wir probieren das jetzt alles dann mal aus. Okay. Alles mal schütteln. Das mag ich auch. Das hier. Okay. Wir testen alles. So. Alles mal schütteln. Da kann man selber was reinsprechen. Man kann es auch dazu machen. Dann kann man hier irgendwas sprechen wie Hallo. Das kann man dann dem hier geben. Hallo. Dann ist die Stimme ganz anders. Hallo. Oder man schüttelt es einfach. Hallo. Hallo. Aber das hört sich witzig an. Okay, jetzt spielen wir mal. Hallo. Eieiei. Das mag ich am meisten. Weil der Soundtrack, der geht einfach ab. Nice. Also wenn ihr das in euer Level macht, ich feier's. Ich feier's echt. Eieiei. Mal alles. Oh. Okay, dann wird's ein Durcheinander und dann... Ja, es ist gut, es ist gut. So. Wow. Und warte, ich darf mich mal hier fallen. Dann gibt's noch diesen Herzschlag da. Okay. Ja, aber wir haben alles gesehen. Tschüss. Gut. Können wir einfach mal alles wieder zerstören. Schön. Und jetzt zeige ich euch mal jetzt, was richtig nice ist. Nämlich, man kann hier sich ein Trampolin holen. Wo ist es denn? Ja, ich muss das noch sortieren, dann finde ich es leichter. So sieht es dann nicht bei mir aus, wenn ich baue. Wo ist es denn, hey?
Hier. Jetzt habe ich's. So, das schütteln wir einfach mal und tun hier hin. Gut. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, was können wir jetzt damit machen? Also, wenn man das hier hin tut und jetzt machen wir. Jetzt tun wir einfach mal hier auf Go gehen. Dann fällt er hier runter. Gut. Hier auf diesem Button können wir angezeigt kriegen, wo er genau hinfällt und können dadurch hier noch was hinmachen mit einem Gegner drauf. Und das können wir dann weiter und weiter und weiter machen und dann so eine richtig Don't Press the Button Geschichte machen. Man kann aber auch dann hier Musikblocks nutzen und ja, eigene Kompositionen machen, indem man hier Gegner drauf fallen lässt. Zeige ich auch mal. Genau. Also man kann da echt viel mitmachen. Man kann hier auch alles wieder wegradieren, hier alles rückgängig machen, hier ja zerstören. Zack und weg. Verlängern kann man hier. Und wenn man hier jetzt noch eine Röhre setzt, dann kann man ihn hier reintun. Muss man aber erst freischalten und dann kommt man in einen Zweitbereich, platziert die da, tut hier dann Untergrund setzen, wie das hier zum Beispiel. Kann man ja auch schütteln, dann ist es cooler. Und dann fällt sie ein. Genau. Auf jeden Fall lässt sich echt viel mitmachen. Kann man echt coole Sachen machen. Mit den Amiibos kann man auch einiges machen. Ich zeig's euch mal. Ich habe nämlich die große Amiibo extra in der Special Edition. Und die stelle ich jetzt auf das Gamepad. Genau. Das geht nur in diesem Style. Warum, fragt Nintendo. Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, jetzt kann man hier in einen Block, wo ist es denn? Ja, machen wir einen versteckten. Zack, rein damit. Dann noch ein bisschen Weg machen. Kann man ja rückgängig machen, schön. Gut, dann tun wir da noch ein paar Gumbas hin. Genau. Dann Start. Dann verwandeln die sich auch noch selber. Und man muss aufpassen. Gut. Da gucken wir uns das jetzt auch mal an. Kann ich da alles eigentlich mit rückgängig machen? Okay, jetzt tue ich nochmal alles hin. So, 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 so. Alles mal hin. Zack. Und jetzt hier noch. Aber ich glaube, die Gegner verändern sich am meisten. Und hier Bowser, Bowser Junior verändert sich bestimmt auch noch. Tun wir mal alles dahin. Aha, der Nikotin hat gerade eins meiner Level gespielt, schön. Gut, dann hier noch. Ja, alles mal hin. Gut. Den tun wir mal raus. Und so verändert sich alles. Eieieiei. Hey, Luigi sitzt da drauf, auf den Bowser Junior. Warte, ich zeig's noch schnell mal. Dann machen wir mal die Farbe da drauf. Also. Eieiei. Nochmal. Also. Koopa verändert sich, alle verändern sich. Eieiei. Auf jeden Fall, da geht der Punk ab. Und ich sag's mal so, es macht schon Spaß, dann nochmal andere Level zu machen. Hier zum Beispiel. Da
Der Bowser Jr. hat sich verändert, da saß Luigi eben drauf. Die Kanone, gucken wir uns jetzt mal an, was daraus dann kommt. Ah. Toad! Toad kommt da raus. Kommen da dann verschiedene raus? Wenn ich... Eieieiei. Nochmal. Okay, hier kommt immer Toad raus, der dich verfolgt. Und hier... Wer kommt da raus? Luigi. Okay. Und der Steinblock, der sieht echt witzig aus. So sieht er ja grimmig aus und dann hier ganz verändert. Nochmal. Was gibt's noch? Hier sitzt Luigi drin. Luigi als Kamek. Dann Looper verändert sich mit seinen Kindern. Also es verändert sich richtig viel. Ich finde es richtig, echt, richtig nice. Peach sitzt auf Bowsers Rücken. Echt cool gemacht. Gut, jetzt tun wir noch Knochen trocken und Bohus dazu, wie die sich verändern. So. Das waren eigentlich so alle Gegner. Jetzt kann ich noch die hier nehmen. So. Und den Kettenhund natürlich. Okay, Kettenhund kriegt eine Cappy. Und was war mit Knochen trocken? Ah, auf dem sitzt Luigi. Okay, und Luigi geht er weg. Und was machen die Bohus? Okay, verändern sich auch in kleine Luigis. Richtig witzig. Okay, jetzt reicht's aber auch. Gut. 2-1. Damit kann man alles ändern und... Okay, Doppelrakete, auch ganz nett. Gut, dann haben wir da schon richtig viel gesehen und jetzt zeige ich euch noch, wie man speichern kann. Nämlich hier, neue Datei speichern eben. Um es hochzuladen, muss man selber schaffen. Also so bauen, dass man es natürlich schafft und die anderen auch schaffen können. Weil sonst kannst du es ja nicht hochladen. Weil du musst es ja schaffen und hier unter Speicherbot kann man dann unter seinen eigenen Kreationen nachgucken. Hier unter Mitteilungen kann man dann sich ansehen, wer alles was gespielt hat. Und Neuigkeiten, dort kann man Medaillen freischalten und diese Medaillen, die kann man dann nutzen, um mehr hochzuladen. Also mehrere Level, weil es gehen im Moment nur 10, glaube ich, und dann jetzt... Mit der Medaille gehen, oder nee, jetzt gehen glaube ich 10 und davor gehen 5 oder so. Weiß jetzt nicht genau, auf jeden Fall, dann kann man immer mehr Level hochladen, wenn man diese Medaillen hat. Deswegen muss man auch schauen, dass man gute Level baut. Gut, also gehen wir doch einfach mal hier, sehen wir es doch mal uns an. Nochmal. Hier, hochgeladener Level. No Way to Go habe ich hier hochgeladen. Genau, hat noch keiner geschafft von 8 Stück. Ja, gut, ist ein sehr schwieriges Level, ja. Betrunkener Mario. Und so weiter und so fort. Auf jeden Fall freue ich mich auf den nächsten Part mit euch gemeinsam. Dann werden wir ein paar andere Level zocken. Wir werden uns richtig um den Online-Modus schön mal... den angucken und darum kümmern und wir werden natürlich auch andere Level von anderen Personen spielen, wie zum Beispiel von euch, zum Beispiel von Nikotilen oder von meinen anderen Abonnenten wie China, wenn du es hast, oder ja, halt euch da draußen, schreibt mir einfach in die Kommentare eure Level-ID, die könnt ihr hier einfach anzeigen lassen und dann läuft das Ganze. Also, wir sehen uns. Euer einfach nur Jonah.